Was war die Ursache für diese beispiellose Unterwerfung der Sahaba? War das einfach eine göttliche sozusagen Selektion, Auserwählung, wie die Propheten auserwählt werden? Die Propheten haben kein Wirken. Also man kann nicht durch gewisses Training und Abstinenz und Lossagung von der Welt und frommen Handlungen zum Propheten werden. Das ist eine Auserwählung. War dieser Zustand der Sahaba auch die Folge einer bloßen Auserwählung oder ist das ein Zustand, zu dem man gelangen kann, den man gewinnen kann? In der Realität ist dieser Zustand der Sahaba die Folge der Erziehung gewesen. Die Erziehung, die koranische Erziehung und die Erziehung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen. Und wir sehen diese, wenn wir von Erziehung reden, Erziehung bedeutet nicht einfach nur, jemandem was vorzusagen, das ist richtig und das ist falsch. Das ist nicht die Erziehung selbst. Wenn wir von Erziehung reden, dann heißt das, dass da eine gewisse Anstrengung dahinter steckt, auch eine persönliche Anstrengung. Eine persönliche Anstrengung, eine persönliche Aufopferung, ein persönlicher Willen und Training. Und dieses Training muss nicht immer im Sinne des Körpers sein, das kann auch geistliches Training sein, dass man geistlich trainiert wird. Und wir haben hier drei Ereignisse, in denen wir sehen, wie die Sahaba auf diesen Zustand, den wir jetzt eben durch diese Beispiele geschildert haben, wie sie zu diesem Zustand oder für diesen Zustand erzogen worden sind. Das erste Ereignis ist die Al-Isra al-Mi'raj, den wir schon besprochen haben, die Nachtreise und Himmelfahrt. Und ich habe ja erwähnt, dass Allah Ta'ala über diese Himmelfahrt sagt, wir haben sie zu einer Fitna gemacht. Das heißt, es war ein aufwühlendes Ereignis, eine Prüfung, durch die sie gehen mussten und dadurch in einer gewissen Art und Weise trainiert worden sind. Das wiederholen wir jetzt nicht. Aber der zweite Fall, der auch ein Teil ihrer Erziehung war, war der Wechsel der Qibla. Die Umänderung der Gebetsrichtung. Die Umänderung der Gebetsrichtung ist euch allen wahrscheinlich auch bekannt, dass es gab eine Umpolung von Jerusalem nach Mekka. Ist das etwas Großartiges, Schweres gewesen? Also stell dir mal vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dir jetzt, du betest nach Jerusalem und er sagt dir, ab heute beten wir nicht mehr nach Jerusalem, sondern nach Mekka. Ich denke, die meisten von uns würden sagen, kein Problem, würden wir machen. Ist ja nichts Großartiges, nichts ja Schwieriges oder etwas, das verbunden ist mit Problemen. Aber der Koran, wenn wir den Koran betrachten, die Verse, in denen die Rede vom Wechsel der Qibla ist, dann haben wir den Eindruck, der Koran vermittelt uns diesen Eindruck, dass das ein einschneidendes Ereignis war, ein schwerwiegendes, großes Ereignis war. Woran sehen wir das? Woran können wir das sehen? Eine Idee. Also ich meine, wie vermittelt der Koran uns den Eindruck, dass das etwas Großartiges war? Ich zeige euch die Ursache dafür. Fast zwei Seiten lang, in dieser Vorfall ist in der Surah Al-Baqarah verzeichnet, fast zwei Seiten spricht Allah Ta'ala eindringlich auf die Muslime ein über dieses Thema. Fünfmal wird der Befehl wiederholt, sich Richtung Mekka hinzustellen im Gebet oder in den Ibadat. Fünfmal fordert Allah Ta'ala sie immer wieder auf, manchmal den Propheten alleine, dann wieder die Gemeinschaft. Und das wiederholt sich insgesamt fünfmal. Das ist nicht natürlich im Koran. Es gibt kein derartiges Beispiel im Koran, wo über ein einziges Urteil mit dieser Aufdringlichkeit gesprochen wird, in diesem Ausmaß. Schau dir mal diesen Kontext an.
Der erste Vers, der um den Wechsel der Qibla handelt, wie er überhaupt beginnt. Er beginnt schon mit einer Einleitung, die darauf hindeutet, hier wird es Diskussionen geben und Schwierigkeiten geben. Allah Ta'ala sagt, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Die Sufaha, Sufaha heißt yani, die Törichten. Sie werden sagen, was hat sie denn von ihrer Qibla abgebracht? Was hat sie davon, warum haben sie ihre Qibla verändert? Das heißt, sie werden gewisse Einwände haben. Es wird Einwände geben. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Sprich, Allah gehört der Westen und der Osten. So, dann der nächste Vers. Handelt auch um die Qibla. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ. طيب. Was sagt Allah Ta'ala hier? Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer, es ist schwer. Allah Ta'ala spricht von diesem Ereignis. Die Qibla zu wechseln ist schwer. Außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Tayyib. Dann kommt der nächste Vers. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Jetzt kommt der erste Befehl. Erster Befehl. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Hier eine Ansprache. Der Prophet alleine wird angesprochen. Wende dein Angesicht Richtung des Al-Masjid al-Haram. Hier, das ist der erste Befehl. Er allein wird angesprochen. Dann der zweite Befehl. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ. Jetzt wird die Mehrzahl angesprochen. Ihr alle. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ. Und wo ihr auch immer seid, ihr alle, wendet eure Gesichter Richtung des Masjid. Zwei Seiten lang geht das. Der Befehl wird immer wieder wiederholt. Aber wie gesagt, die meisten von uns sehen hier eigentlich gar keine Schwierigkeit. Was war aber die Ursache, warum dieses Ereignis wieder eine Prüfung war für ihre Hingabe und ihre Fügsamkeit? Inwiefern war das eine Prüfung? Hat einer von euch eine Idee? Die Antwort darauf liefert uns Ibn Abbas. Er sagte, dies war die erste Abrogation im Koran. Ihr wisst, was Abrogation ist? Abrogation bedeutet, wenn ein vorheriges, ausgesprochenes, verlesenes Urteil durch ein späteres, neueres, ausgetauscht und ausgewechselt wird. Das nennt man Abrogation. Und was ist an der Abrogation so schlimm oder so schwer? Es ist die erste Abrogation, das heißt, das Konzept und die Idee davon war ihnen noch nicht bekannt. So etwas gab es für sie nicht. Und die Juden, sie hatten einen gewissen Kontakt auch mit den Juden, die Juden bestreiten so etwas wie die Abrogation. Das heißt, dann kommen diese Fragen, wie man heute auch heute wird das teilweise abgelehnt, das Konzept der Abrogation unter gewissen Sektierern, aber unter den Ahlus Sunnah wal Jama'ah gibt es keinen Streit darüber, dass Abrogation tatsächlich stattgefunden hat, auch wenn es nicht sehr häufig ist, aber es hat stattgefunden. Weil man könnte ja sagen, ja, warum, so würden das manche sagen, und so sagen es manche, warum hat dein Herr denn oder dein Gott, hat er seine Meinung geändert? Wusste er vorher nicht, dass das nicht so gut ist oder dass das hier besser ist? Das heißt, dieses Phänomen kannten sie nicht.
Und deswegen sagt ja Allah Ta'ala auch, dass es diese Einwände geben wird, sayaqulus sufaha, die Törichten werden sagen, was hat sie denn von ihrer Qibla abgebracht? Das heißt, es war ein aufwühlendes Ereignis, aber das auch gefruchtet hat bei den Sahaba. Es hat bei ihnen gefruchtet, nachdem sie das akzeptiert haben, im späteren. Inwiefern? Insofern, dass das Verbot des Alkohols, ihr wisst ja, das Verbot des Alkohols ist auch nicht ruckartig auf einmal gekommen, sondern in verschiedenen Schritten. Jetzt kannten sie also dieses Prinzip der Abrogation und waren darauf vorbereitet und daher auch, wie gesagt, die Folgen, Konsequenz von dem Verbot des Alkohols, sofortiges Aufhören und Ausschütten dieses Rauschgetränks. Wobei man aber anmerken muss, dass das Verbot des Alkohols im engeren Sinne nicht als Abrogation bezeichnet werden kann. Also fachlich in der Wissenschaft des Usul und Fiqh wird das Verbot des Alkohols nicht als Abrogation bezeichnet, obwohl es ja vorher legal war. Wisst ihr warum? Ja, genau, es gab keinen Vers oder keine Aussage, die das ausdrücklich legalisierte. Es war einfach die Grundlage, weil grundlegend ist alles legitim, solange es nicht verboten wird. Und daher bezeichnet man dieses Verbot des Alkohols, auch wenn es schrittweise geschehen ist, man bezeichnet das im engeren Sinne nicht als Abrogation. Das letzte Ereignis, mit dem wir abschließen, das ist eines der größten Ereignisse und eines der größten Schwierigkeiten, die Sahaba durchgemacht haben. Die sogenannte Ghazwatul Hudaybiyah. Ghazwatul Hudaybiyah habt ihr bestimmt schon mal alle gehört. Auch hier für uns, wenn wir das so hören, in dem Ausmaß und der Art und Weise, wie wir das hören, ist es nichts Großartiges. Aber wenn wir mal die einzelnen Stadien betrachten, dann sehen wir, die Ghazwatul Hudaybiyah war ein Nervenkrieg. Ghazwatul Hudaybiyah war ein Nervenkrieg für die Sahaba, in dem teilweise ganz große, renommierte Persönlichkeiten unter ihnen gewisse Fehler gemacht haben, die sie auch später eingestanden haben. Wie Umar. Was ist genau hier passiert? Das Ereignis Ghazwatul Hudaybiyah ist sehr groß und lang. Wir werden nicht die Details ansprechen, sondern wir gehen mal direkt über auf das Ende dieser Geschichte. Und damit ihr versteht, was für ein Ausmaß das bei den Sahaba hatte, möchte ich, dass ihr versucht, ihre Emotionen zu verstehen. Und euch mal versucht, in diese Lage zu versetzen, diese emotionale Lage, die sie durchlebt haben in diesem Moment. Beginnen wir mal mit dem ersten Schritt. Die Sahaba wurden lange Zeit von der Umrah und von dem Hajj abgehalten. Und von Mekka im Allgemeinen, welche für viele von ihnen ihre Heimat war. Sie wurden von ihr abgehalten. Tayyib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verspricht ihnen jetzt, der Ghazwatul Hudaybiyah war im Jahr 6 nach der Hijra, im 6. Jahr nach der Hijra. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verspricht ihnen jetzt, dass sie Mekka betreten werden mit rasierten Köpfen, also in Mekka nach dem Hajj und der Umrah oder gekürzten Haaren. Sie werden Mekka betreten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht einen Traum, er sieht sogar den Traum, dass er Mekka betritt und erzählt ihnen davon. Das heißt, und sie wissen, die Träume der Propheten sind wahr und erfreuen sich nochmal an dieser Bekräftigung und Bestätigung. Tayyib. Nach einer Weile machen sie sich schon auf den Weg, sie marschieren jetzt nach Mekka und jetzt kommt die erste Situation, der erste Nervenkitzel, sagen wir es mal so. Der erste Nervenkitzel. Sie sind nicht rausgegangen mit der Absicht des Krieges. Sie wollten ganz friedlich einfach nur für den Hajj gehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sogar, bei Allah, wenn die Quraysh mir heute ein Angebot machen, wenn sie mir heute ein Angebot machen, in dem, dessen, ja, eine, das beinhaltet, die verwandtschaftliche Beziehung wieder aufrechtzuerhalten, dann werde ich das annehmen.
Das erste, was passiert ist, dass Khalid ibn Walid mit seiner Reiterei ihren Weg kreuzt. Das heißt, die erste Aggressivität. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beratschlägt sich, was sie machen sollen. Sollen sie angreifen oder sollen sie einfach ausweichen, einen anderen Weg gehen? Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu beratschlägt ihn und sagt, wir sind nicht für den Krieg ausgebrochen, lass uns einen anderen Weg gehen. Sie weichen aus und gehen einen anderen Weg. Aber das war schon der erste, man muss sich in diese Lage versetzen, das war der erste Nervenkitzel, die erste emotionale Ladung. Ein möglicher Krieg bei jedem. Sie weichen aus, gehen weiter. Das nächste Ereignis. Das Reittier des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird stur. Es wird an einem bestimmten Ort stur und will nicht mehr weitergehen, kehrt um. Und das hat die Sahaba auch stutzig gemacht, denn er hat uns ja versprochen, dass wir Mekka betreten werden. Und sie sagten, Khala'atil Qaswa. Das heißt, dieses Tier ist stur geworden. Er sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ma Khala'atil Qaswa. Habasaha Habisul Fil. Das heißt, es ist nicht stur geworden, aber yani, es wird abgehalten von dem, der das El-Fil abgehalten hat. Er meint bei dem Ereignis, der Ashabul Fil. Tayyib. Hier auch die Emotionen laden sich weiter auf. Dann kommt ein weiteres Ereignis. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fordert Omar auf, als Vermittler zu den Quraysh zu gehen, um das auszuhandeln. Omar verweigert. Er sagt, ich schlage vor, dass Uthman geht. Ich habe nämlich mit ihnen Konflikte. Das heißt, weder ich kann sie sehen, noch können sie mich sehen. Uthman wird aber geliebt von ihnen. Selbst in dieser Phase haben sie Uthman geliebt. Und tatsächlich ist Uthman gegangen und er wurde auch ehrenvoll empfangen dort und man hat ihm sogar gesagt, hier, beginn mit deiner Umrah. Du kannst mit deiner Umrah beginnen. Er hat das aber verweigert. Er sagte, nicht vor dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Nicht vor er, bevor er das gemacht hat. Uthman bleibt lange weg und es verbreitet sich ein Gerücht, dass er getötet wurde. Das Gerücht hat sich verbreitet unter den Muslimen. Uthman wurde getötet, er ist lange weggeblieben. Und das ist die nächste Ladung, die nächste emotionale Ladung, dieser Nervenkrieg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sammelt die Sahaba unter dem Baum, unter dem er einen Treueeid von ihnen genommen hat, was man auch Bay'atul Ridwan nennt. Ich glaube, sie sagten, 1400 Männer waren das. Und er hat einen Treueeid von ihnen genommen, nicht zu flüchten, zu kämpfen bis zum Tod und nicht zu flüchten. Das heißt, die Leute stellen sich jetzt darauf ein. Sie sagen, wir werden eintreten, wir werden Mekka eintreten, ob es ihnen passt oder nicht. Ob es freiwillig geschieht, mit ihrer Zustimmung oder ohne ihre Zustimmung. Sie waren ganz entschlossen davon. Die Quraysh bekommen von diesem Gerücht mit. Es kommt ihnen zu Ohren. Und damit die Situation nicht eskaliert, schicken sie Uthman wieder aus. Begleitet von Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr sollte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Ganze aushandeln. Suhail ibn Amr ist später zum Islam übergetreten. Und jetzt kommen die Situation ist schon angespitzt, aber jetzt kommen Dinge, die das Ganze ja nicht auslaufen lassen. Unter anderem die Bedingungen, die ungerechten Bedingungen, die hier gesetzt werden. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Suhail ibn Amr kommen sah, sagte er ihnen, sahula, sahula, alaikum amrukum. Der Name Suhail kommt von dem Begriff sahel, was leicht heißt. Das heißt, er sagte, eure Angelegenheit ist erleichtert. Ja, mit dem Kommen dieses Mannes, eure Angelegenheit ist erleichtert. Das hat sie nochmal bekräftigt in ihrer Vermutung, wir werden dieses Jahr eintreten. Sie beginnen das Abkommen zu schreiben, den Vertrag. Ali war der Schreiber, der schreiben sollte.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: "Uktub Bismillahir Rahmanir Rahim." Schreibe im Namen Allahs des Allerbarmers und Barmherzigen. Suhail ibn Amr sagt: "Nicht so. Ar-Rahmanir Rahim kennen wir nicht. Schreib Bismikallahumma. In deinem Namen, oh Allah." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam willigt ein. Dann schreiben wir es halt so. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, diktiert: "Schreib Ali bin Muhammad Abdullah wa Rasulih." Oder "Hada ma salaha alayhi Muhammad Abdullah wa Rasuluhu Suhail ibn Amr." Das ist das Abkommen zwischen Muhammad, dem Gesandten Allahs und seinen Diener, und Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr sagt auch hier wieder: "Stopp. Wenn wir wüssten, dass du der Gesandte Allahs bist, würde es keinen Konflikt zwischen uns geben. Aber schreib auf zwischen Muhammad ibn Abdullah, dein Name, und Suhail ibn Amr." Hier wird in manchen Berichten gesagt, dass Ali sich weigerte, das auszulöschen, auszuradieren, diese Stelle. Aber der Prophet, als er sah, dass er darauf verharrt, hat der Prophet mit seiner Hand die Stelle sozusagen verwischt. Al-Imam Zahabi erwähnt in seinem Buch Siru A'lam al-Nubala über einen malikitischen Rechtsgelehrten im Al-Andalus, Al-Baji, dass er sagte über diesen Vorfall, er sagte, der Prophet kannte ein paar Wörter. Wir sagen ja, der Prophet war Analphabet. Sahih? Das war eine übliche eine Eigenschaft unter den Arabern. Es gab nur wenige lesekundige Leute. Er sagte, der Prophet kannte ein paar Wörter, also das widerspricht ja dem, wenn man das so betrachtet, der Eigenschaft des Analphabetismus, sagt man, glaube ich. Aber das ist nicht der Fall. Also einige haben ihn dafür kritisiert und einige haben ihn sogar aus dem Islam ausgeschlossen deswegen. Aber es ist ja bekannt, dass auch ein Analphabet manchmal seinen eigenen Namen schreiben kann, oder? Oder ihn zumindest erkennen kann. Von daher, dieses Ereignis widerspricht nicht dem Fakt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht lesen oder schreiben konnte, auch wenn er seinen Namen erkannt hat. Das heißt, er hat auch hier nicht zugestimmt und es wurde einfach nur geschrieben, Muhammad ibn Abdullah. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Schreib Ali, die Quraysh sollen uns den Zugang zur Kaaba nicht verwehren." Aber auch das hat Suhail nicht akzeptiert. Er sagte, die Araber sollen nicht reden, ihr hättet auf uns Druck ausgeübt und seid deswegen reingekommen, sozusagen gegen unseren Willen. Aber es soll so sein, kehrt heute zurück und kommt nächstes Jahr wieder. Ja, als ob sie aus der Nachbarschaft gekommen sind, aus dem Nachbardorf. Sie haben hunderte Kilometer hinter sich gelassen und waren darauf eingestellt, heute reinzukommen, und dann so eine Bedingung, das konnten sie nicht fassen, das haben sie nicht geglaubt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es angenommen. Er hat zugestimmt. Weil, wie gesagt, das war schon höchst verblüffend für die Sahaba. Sie haben etwas ganz anderes erwartet. Und dann kommt noch etwas hinzu, das jetzt, wie gesagt, die Emotionen immer weiter treibt und auch eine gewisse Aggressivität in dieses ganze Klima reinbringt. Abu Jandal heißt dieser Mann, Abu Jandal, einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Gefangener in Mekka. Er hat mitbekommen, dass die Muslime angetreten sind. Und wie gesagt, er war gefangen, er war noch in seinen Fesseln, hat aber die Situation ausgenutzt, dass die Quraysh gerade beschäftigt sind, ist geflüchtet. Und als er dann die Menge der Muslime gesehen hat, ist er einfach reingesprungen in die Menge. Weshalb wohl? Er hat gedacht, ich wollte sowieso flüchten. Es gibt keine bessere Möglichkeit. Die sind gerade alle da, kann ich in Sicherheit mit ihnen zurückkommen. Ich bin gerettet vor denen. Vor den Ungerechten hier. So. Aber jetzt kommt wieder etwas. Es gab eine Bedingung, eine ungerechte Bedingung zugunsten der Quraysh, dass jeder, der den Islam annimmt, von den Mekkanern und nach Medina geht, wieder zurückgeschickt wird. Der darf nicht aufgenommen werden in Medina. Aber umgekehrt, jeder, der den Islam verlässt und nach Mekka zurückkommt, darf bleiben. Muss nicht zurückgeschickt werden.
Und dann sagte Suhail ibn Amr, er sagte, mit dem beginnen wir. Mit dem beginnen wir. Das heißt, er bleibt hier. Der Prophet sagte zu ihm, um ihn zu besänftigen, ja Suhail, der Vertrag ist noch nicht fertig geschrieben. Suhail hat aber auf seine Sturheit beharrt. Er sagte, dann gibt es eben keinen Vertrag unter uns. Entweder so oder so. Und dann sagt der Prophet, dann hat er es anders versucht. Ja, jetzt nicht im Sinne als Vertrag, sondern einfach so zwischenmenschlich. Er spricht sozusagen seine Gutmütigkeit an. Seine Gutmütigkeit. Und sagt zu ihm, dann schenk ihn mir. Und dann überlass ihn mir einfach so, nicht als Bestandteil des Vertrags, einfach so unter uns. Er weigerte sich immer noch. Einer der Mushrikun, die anwesend waren, der die Situation gesehen hat und merkte, dass das alles ein bisschen ausrudert, er sagte, قَدْ فَعَلْنَا يَا مُحَمَّدْ. Das soll dir zustehen, um die Sache zu besinnen. Aber Suhail hat trotzdem weiter verharrt auf die Sache und er hatte das Wort gehabt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Muslime sehen hier diese ganze Ungerechtigkeit und wir mussten dieses Jahr hier reingelassen werden. Und jetzt noch dieser Mann, dieser Flüchtling sozusagen, der Schutz sucht, der Muslim, den können wir nicht schützen. Und um die Lage noch mal ein bisschen anzuspitzen, hat Suhail ibn Amr, er geht zu ihm hin, zu Abu Jandal, packt ihn hier am Hals und ohrfeigt ihn vor aller Welt. Und Abu Jandal schreit, er spricht die Muslime an, er sagt, wollt ihr mich diesen Leuten überlassen? Habt ihr keine Angst, dass ich von meiner Religion abfalle? Aber das hat alles nichts geholfen. Omar war ersichtlich gekränkt von dieser Situation. Und wie gesagt, Omar war eine der Personen, die an diesem Tag ein wenig ausgerudert sind. Und er hat es auch bedauert. Und er hat später gesagt, noch heute, nach dem Ereignis und nach dem Tod des Propheten, er sagte, noch heute tue ich Handlungen, also zusätzliche Handlungen, für diesen Tag, als Sühne für das, was er da getan hat. Omar geht zu Abu Jandal hin und versucht ihm so sein Schwert hinzureichen. Also nimm das Schwert und köpfe diesen Mann. Wisst ihr, wer dieser Mann war? Also was die Beziehung von Suhail und Abu Jandal war? Es war sein Vater. Es war sein Vater. Aber er hat es nicht gemacht. Und stell dir mal vor, er hätte es gemacht, wie die Situation eskaliert wäre. Und all die Nutzen, die durch dieses Abkommen entstanden sind, wären nicht gekommen, hätten nicht gefruchtet. Auf jeden Fall, das alles ist geschehen. Omar, nachdem der Vertrag beendet wurde, abgeschlossen, die meisten, Omar hat das nicht akzeptiert. Er ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hingegangen und hat ihn angesprochen. Er sagte, alasna ala al-haq, sind wir nicht auf der Wahrheit? Er sagte, bala. Und dann sagte, alaysu ala batil, sind sie nicht auf der Falschheit? Er sagte, doch. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, inni Rasulullah, wa innahu lanasiri, wa lan a'siya. Ich bin der Gesandte Allahs und er wird mich unterstützen und ich werde ihm nicht ungehorsam sein. Das heißt, er deutet darauf hin, dass all dies nicht seine persönlichen Entscheidungen sind. Denn wenn man betrachtet, die Mushrikun waren wirklich geschwächt von den vorherigen Schlachten. Und wenn sie wollten, hätten sie gewaltvoll eintreten können. Also es stand ihnen nichts im Weg. Sie könnten das tun. Und dann sagte Omar, das hat ihm noch nicht ausgereicht. Er sagte, hast du uns nicht versprochen, dass wir Makkah betreten werden? Und dann sagte der Prophet, habe ich dir gesagt, dass es dieses Jahr sein wird? Weil man stellt sich mal vor, Omar wäre zu Abu Bakr gegangen und Abu Bakr hätte ihm diese Worte gesagt und sie hätten ihn nicht gereicht und dann geht er zum Propheten.
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht ihn damit an, er geht aber danach trotzdem zu Abu Bakr und fragt Abu Bakr dieselben Fragen und er antwortet denselben Antworten. Auf jeden Fall, auf dem Weg zurück dann, vorher gab es noch ein anderes Ereignis. Ihr wisst, wenn man verhindert ist, sein Hajj oder Umrah zu erfüllen, was man Al-Ihsar nennt, dann muss man sich von dem Weihezustand befreien, indem man beispielsweise den Al-Hadi schächtet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl den Sahaba an, ihre Köpfe zu rasieren und ihre Tiere, die sie mit hat, sie hatten 70 Kamele dabei, sie zu schächten. In der Überlieferung heißt es, keiner hat sich gerührt. Keiner hat sich gerührt. Sie waren immer noch verblüfft von der Situation. Sie haben das nicht begriffen, nicht wahrgenommen. Sie wollten das nicht wahrhaben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam geht erzürnt rein in sein Haus zu Umm Salama und erzählt ihr davon. Und dann sagt Umm Salama, sie sagte, geh raus, ruf den Hallaq, lass dir deinen Kopf rasieren und schächte dein Tier. Und er hat es gemacht. Und sie haben dann tatsächlich alle begonnen, das auch zu tun. Auf dem Weg dann zurück, Umar radiallahu ta'ala anhu gesellt sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei, spricht ihn an, er antwortet nicht. Er spricht ihn ein zweites Mal an, er antwortet ihm nicht. Ein drittes Mal, er antwortet ihm nicht. Und dann ist Umar vorgegangen. Also er wollte sich ein bisschen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam entfernen, in Furcht, dass vielleicht etwas offenbart wird, wegen seines Verhaltens. Nach einer Weile ließ der Prophet sallallahu alaihi wasallam Umar herkommen. Also es wurde tatsächlich etwas offenbart und er war erschrocken darüber, was es sein mag. Es war die Surah Al-Fath. Die Surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah Ta'ala bezeichnet dieses Abkommen mit all seinen negativen Perspektiven und Ungerechtigkeiten als einen großen Sieg. Inna fatahna laka fatham mubina. Wir haben dir einen großen Sieg beschert. Du musst dir vorstellen, jetzt die Sahaba, wie sie das wohl empfangen haben. Das war ein Sieg. Inwiefern ist das ein Sieg gewesen, diese Ungerechtigkeiten, diese Demütigung und Diskriminierung? Aber tatsächlich war die Eroberung, Sulh al-Hudaybiyah war ein Sieg. Wisst ihr warum? Also es gibt viele Weisheiten, aber einige davon. Einer der Tabi'un zählt diese auf. Die Anzahl der Menschen, die den Islam zwischen der Ghazwat al-Hudaybiyah und der Eroberung Makkas, die Anzahl der Menschen, die den Islam annahmen, in dieser Phase war viel größer als die Anzahl der Menschen von der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zur Ghazwat al-Hudaybiyah. Die Eroberung Mekkas war in welchem Jahr? Im Jahr 8. Das heißt, diese Phase ist sehr gering, aber die Auswirkung viel größer. Ein anderer, denn es ist bekannt, dass in Situationen der Beruhigung, dass ja die Vitalität in den Gesellschaften zunimmt, das Leben beruhigt sich und man kann sich auf andere Sachen, um andere Sachen kümmern. Und auch in dieser Phase hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil er jetzt von den Arabern sozusagen in Ruhe gelassen wurde, konnte er sich auch der Da'wah an die Perser und die Römer wenden. Ein weiterer Fakt, ein Vorteil, nach diesem Ereignis haben die Quraysh den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime als eine offizielle Macht anerkannt. Sie haben Anerkennung bekommen. Das gab es vorher nicht, es wurde vorher gar nicht anerkannt. Drittens, dieses Abkommen, wäre nicht dieses Abkommen gewesen, wäre die Eroberung Mekkas nicht möglich. Ihr wisst, in Mekka hat eine imposante Stellung bei allen Arabern gehabt. Auf der ganzen arabischen Halbinsel war Mekka ein Heiligtum. Stellt euch mal vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam greift Mekka an, die Araber würden ihn nicht lassen. Sie würden sich alle zusammenschließen, um ihn zu bekämpfen. Aber durch dieses Abkommen hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen gesetzmäßigen Grund, eine Rechtfertigung, in Mekka einzumarschieren.
als die Makkaner ihr Abkommen gebrochen haben. Als sie ihr Abkommen gebrochen haben, die Araber haben davon Bescheid gewusst, das ist eine Sache zwischen euch, die Makkaner haben etwas getan, wir mischen uns nicht ein. Also es gibt einen Grund. Ebenfalls wurde die Bedingung, die anfänglich gesetzt worden ist, dass man die Muslime zurückschickt, wieder aufgehoben. Die Makkaner haben diese Bedingung wieder aufgehoben, selber. Nicht auf Verlangen des Propheten. Sie sind selbst zum Propheten gekommen, haben gesagt, bitte lass uns diese Bedingung aufheben. Das sind einige Beispiele gewesen für die Ergebenheit der Sahaba.